Hallo und herzlich willkommen hier bei 0815 TV und ich melde mich mal wieder zurück mit Lars, dem Eisbär. Arme Nazi Ziggy! Ich hab gedacht, du meldest dich nicht mehr. Ja, hatte ich auch eigentlich. Hahaha, falsch gedacht, ne? Lol, was hast du denn jetzt gemacht? Was war da? Was der war Spiel da? Startet. Chemiefabrik. Chemiefabrik? Die Map gibt's schon lange, ne? Ja, das war die erste Map, die wir gespielt haben, aber ist in Ordnung, Fabian. Muss keiner wissen. Nein. Ey, wenn ich jetzt immer noch durch Anomalien sterbe, ne, dann kacke ich mir in die Hose. Hey, hast du nichts auf Anomalienschutz gepackt oder hast du nur bei Waffen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja die ganze Zeit, seitdem ich dieses Update habe, Fabian hat auch gerade erfahren, dass halt seine kompletten Fertigkeitspunkte weg waren und Ja, er hat gesagt, was für ein Scheiß und dachte mir so, was muss ich jetzt anwählen? Genau, und du warst ja komplett nackt, also auch unausgewählt, genauso wie ich in der letzten Folge. Aber ich bin ja jetzt wieder drin, aber ich sterbe halt immer noch an Anomalien und ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich sollte erstmal laufen. Hä, hey, ich hatte unten viel mehr Sachen drin. Oh nee, ja, weißt du, was ich vergessen habe? Medikits und so zu haben. Die habe ich drin. Aber ich bin wieder so langsam. Warum bin ich denn so unnormal? Oh nee, ne? Ah, ich sollte laufen. Gut. Hat nie was gesagt. Da sind welche. Also, mein Schieß habe ich nicht verlernt. Ich habe sogar 5 Punkte gekriegt, Lars. Danke dafür. Bitte. Bist du das Danke hier? Danke dafür, Alblalina. Aber ich habe dafür verlernt, wie man schießt. Scheiße. Scheiße. Natürlich, ich habe mir die Füße gebrochen und ich weiß, was ich nicht habe. Minikit. Arme Nazi Ziggy. Boah, Alter, ich bin so addicted zu dieser Phrase. Arme Nazi Ziggy, Alter. Ich weiß gar nicht mal, wieso das so lustig ist eigentlich. Ich finde das aber total lustig. Was ist daran lustig? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, wo sind denn nochmal Linien, in die ich reinlaufen kann? Oha, wo ist Kommt die Folge eigentlich vor meinem neuen Projekt oder Lars? Oder wie ist das? Das werde ich dann herausfinden, wenn ich das neue Projekt von dir in der Hand halte. Nein! Ach ja, ich muss es dir jetzt schicken, ne? Meine Bezategi! Alter, ich habe 20 Punkte gerade gemacht. The fuck? The fuck? Ich sterbe immer noch an scheiß Anomalien. Das ist doch null normal. Ich nicht. Ich sterbe an Anomalien. Das ist kacke. Warum sterbe ich an Anomalien? Drauf. Ja, hab ich doch. Mann, Arme Nazi Ziggy! Boah, Alter! Okay. Ich lauf vor einen Stein und verblute. Weil ich abgeschossen wurde. Ach so, ich dachte, du läufst von. Ich dachte, du verblutest, weil du von den Stein gelaufen bist. Das hab ich auch erst gedacht, bis ich gesehen hab. Ey, du wurdest abgeschossen! Das hab ich erst dann gesehen, Lars, als ich das Replay gesehen habe. Oh, das Replay. So, das guck ich mir an, ja. Du guckst dir das Replay an. Oh, Zauberer. Werde gezwungen, ist mir. Anzugucken! Ah, mein Herz hat sich Dach steht jemand. So ne, nur so by the way, ne? Ey, Digga, ich bin hinter dich. Das ist voll cool. Mit 25 Leben. Vorsicht, da hinten ist einer. Auf dem Dach steht jemand. So ne, nur so by the way, ne? Was? Was? Ach, den auf dem Dach meinst du? Sag das doch. Das war ein Medipack. Welcher Penner hat eine Rauchbombe geworfen aus dem Sand? Stoppen Sie die Blutung. Mache ich das nochmal mit 3. Dieses Spiel geht noch 5 Minuten, Alter. Wir haben eh verloren. Guck dir mal, 89% Warum 40. Verlieren eigentlich immer die Leute, wenn die bei uns im Team sind? Ah, ich habe eine Anteilnahme am Mord. Hey, guck mal. Wow. Als ob du 78 Punkte hast, ich hab nur 35. Ja, guckst du dir mal an, Alter, das ist ja richtig schlechte Stats. Hm? Scheiße, Füße gebrochen, Alter. Ich kann nichts ausrichten. Mann, da ist ein Bindfaden in meiner Tastatur drin. Krieg nicht raus. Ah, komm hier. Das muss sein. Taschenmesser, das gute Schweizer. Da ist was in deiner Tastatur? Bindfaden. Ist das Spiel abgestürzt? Ah, nee, wir haben verloren. Da ist er. Der Bindfaden. Ich hab einen Bindfaden, Mann. Du fragst mich, wie der reingekommen ist. Ah, von meiner Jacke. Ja. Muss ich mal wieder anpassen, hier, Alter. Ohne Witz, ne? Ist mir die Mikrofonarsch wieder vor dem Mund. Hi. Hi. Was? Du kannst nur ein Profil haben, die anderen beiden musst du freischalten? Ja, haben sie geändert. Was meintest du denn jetzt, was für einen Rucksack ich brauch? Weiß ich nicht. Den müsste ich aber haben. Der ist ganz unten.
Sauerstoffflasche. Ja. So ein. Schutz vor Anomalien, 29%. Wie viel hast du da stehen? Achso, Schutz vor Anomalien habe ich 27. Da habe ich 29. Hey, warum stirbst du da nicht? Verstehe ich nicht. Egal, mach fertig. Hey, warum? Guck mal bei dir bei Discord. Ja. Guck mal, was bei mir steht, bei was ich spiele und was du spielst. Ja. Du musst den Namen ändern, du Spasti. Du kannst den Namen ändern. Du siehst ja auch, in OBS wird das ja auch falsch erkannt. Achso, by the way, ich nehme in OBS auf für die Zuschauer, die es interessiert. Hey, es hat bei mir endlich funktioniert. OBS funktioniert. Woo! So, ja, das war's für Hintergrundwissen. So, doch, bei mir schon, aber das Einzige, was nicht funktioniert, ist... Premiere. Das mit den mehreren Spuren in einer MP4-Datei. Das funktioniert bei Fabian jedenfalls in Premiere nicht. Aber ich habe es bei mir in Premiere eingefügt, seiner Datei. Und ja, bei mir hat es funktioniert. Ich habe alle Dateien, alle Spuren in der einen Datei. Das ist jetzt viel komfortabler. Das ist jetzt viel schöner als vorher. Guck mal, jetzt ist meins auch anders. Siehste? Musst du nur umbenennen. Ja, wir haben Discord. Müsste eigentlich unten verlinkt sein, wer uns mal besuchen kommen möchte. Hast du da richtig geschrieben? Ich bin stolz auf mich. Echt? Das ist ja Wahnsinn. Die Herzbaum-Map, wer kennt sie nicht? Wo ja, der Baum Herz plus Baum ist. Gleich Haus. Wer kennt das nicht aus dem Matheunterricht? Ich kenne das nicht. Weil ich da im Krankenhaus lag. Ach, du warst im Krankenhaus zu der Zeit? Ja, du hast auch echt nichts verpasst, Alter. Ich hätte die sogar damit bekommen, wie ihr darüber gelacht habt. Ja, wir haben ja nicht in der Stunde drüber. Doch, wir haben auch eigentlich in der Stunde genau drüber gelacht. Also, wir müssen das für die Zuschauer jetzt erstmal aufklären. Also, wir hatten so eine Referendarin, ne, die so aus... Wie hieß die nochmal? Ach, weiß ich nicht. Kann ich jetzt aber eh nicht sagen, wegen, weißt du, Schutz und so einer Scheiße. Also Nick, wenn du das weißt, ne? Nicht in die Kommentare schreiben, sag's mir persönlich. Persönlich? Ja, und die hatte, naja, also wir waren gerade, was hatten wir gerade? Therme oder was war das? Gleichungssysteme, glaube ich, ne? Gleichungssysteme? Ja, irgendwas mit Therme, Gleichungssysteme, sowas aufstellen, ja. Und sie wollte uns halt erklären, dass man halt beliebige Variablen x plus y gleich z... Und da wollte sie sagen, also sie wollte uns klar machen, dass man da prinzipiell für jeden Buchstaben auch irgendwas einsetzen könnte. Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, irgendwie so eine Scheiße. Und dann hat die an die Tafel, also jeder hat's echt, wirklich jeder hat's kapiert. Jeder aus der ganzen Scheiß aus dem Kurs. Ja, und dann schreibt sie halt dann nochmal an die Tafel irgendwas mit Herz plus Baum gleich Haus. Ja, gut, wir haben es aber alle verstanden und naja, gut, sie sah halt auch schon ein bisschen komisch aus, also ich verstand. Also sie war schon so eine richtige Mathe-Referentin. Ja, das stimmt. Selbst das weiß ich. Also sie hat auch einen sehr schüchternen Eindruck gemacht, sag ich jetzt mal. Du hast eine Verbindung. Nein, nein, ich war doch hinter dem Scheißbaum. Bitte was? Die hat auch so einen recht schüchternen Eindruck gemacht. Ja. Also warum? Das hat sich Jesus auch gefragt, hat eine Antwort bekommen. Warum? Jesus. Bist du Jesus? Jesus Christ. Jesus Christ. Achso, mal so eine Frage. Nimmst du in 3 Spuren auf oder in 5? Was? Wie viele Spuren nimmst du auf? 3. Um mich leiser zu machen, ne? Nee, um dich dann lauter zu machen oder zumindest anzupassen. Die Stelle werde ich auf jeden Fall leiser machen. Oder extra laut, ich weiß es nicht. Ja, jetzt muss man das wieder für die Zuschauer erklären. Also, wir haben ja jetzt, ich bin jetzt wieder bei OBS. Also, was heißt wieder? Ich bin jetzt endlich bei OBS, weil das hat nie funktioniert. Egal, ich gehe jetzt einen anderen Weg. I go on another way. Was? I'm not a Ziggy, Alter. Weißt du, das wie... Das ist Blut vorne. ...der ganze Bildschirm gewackelt hat? Ja, sie ist erschrocken. Ich weiß nicht, was los ist, ne? Ich habe keinen einzigen Kill. Und 6 Tode, Alter. Ich schwör's dir. Du bist da... Ich brauch keinen einzigen Kill und hab 7 Tode. Was sagst du jetzt? Hä? Ich sag, dass wir beide einfach nur absolut scheiße sind. Was ist denn los? Die Map ist scheiße. Ja, okay. Eigentlich ist unser komplettes Team scheiße. Wir haben... Einer hat 8 Tode, 8 Kills und das Beste bei denen da drüben ist einfach 19. Wir brauchen eigentlich so ein Übersetzer. Wenn wir dieses Spiel spielen, brauchen wir einen Übersetzer. Nick, übersetzt es bitte mal, was jetzt da unten im Chat steht, okay? Danke. Schreib das einfach übersetzt mal rein. In die Kommentare, wenn du das liest. Och, komm, die Anteilnahme und der dafür bin ich. Der hat übrigens noch 36 Leben, ne? Wer hat 36 Leben? Der Typ da gerade. Welcher? Der da oben? Mhm. Ja, den hab ich ja anteilnahmlich gekillt. Und ich nicht, oder wie? Wichser. Ja, ich hab den... Wichser. Ich hab gesagt, ich hab den anteilnahmlich gekillt. Das heißt ja nicht, dass ich ihn gekillt habe. Toilettenschüssel, Alter. Du läufst genauso langsam wie ich. Das ist so unnormal.
Ja komm, Alter! Steht der da noch? Nee, jetzt ist er weg. Mal wieder. Das ist eine miese Brise, ist das. Fabian, ich eile zu Hilfe. Ich eile. Oh, keine Hilfe, ich bin Pro-Spieler. Pro-Spieler. Ich spiele im Minusbereich, ich bin Pro-Spieler. Das muss so bei Pro-Spielern. Ich arbeite die Punkte von hinten hoch. Ja. Aber das Ziggy. Aber das Ziggy. Aua. Aua. Jetzt habe ich keine minus 8 Tode. Keine 8 Tode und nur 0 Kills. Bitte was? Guck nochmal nach. Möchtest du dich nochmal korrigieren? Gib gleich einen Heckenschuss. Hä? Warum hast du jetzt minus 5? Weil ich einen Headshot wahrscheinlich auch noch gemacht habe. Ich keine Ahnung. Guck in der Aufnahme. Oh. Keine 8 Tode und ein nur 0 Kills. 0 Kills. 0 Kills. Arme Nazi Ziggy. So, jetzt will ich's wissen. Sterbe ich durch den scheiß Anomalie? Oh ne, ich sterbe wahrscheinlich gleich, weil ich abgeschossen werde. Nein, nein, nein! Oh, doch. Fixer! Nein! Oh, ich werde abgeschossen, alles klar. Warum kannst du das einfach viel besser als ich? Mach das nochmal. Wichser. Das hört sich so geil an. Arme Nazi Ziggy. Wichser. Dafür kann ich Arme Nazi Ziggy nicht. Aber Tzatziki. Denn dann kommt nämlich Tzatziki raus. Aber Tzatziki. Nein! Resp, du kleine Falotz. Bam! Antanama Mord. Boom, boom, boom. I want you in my room. Wichser. Von einer Dame. Oha, wen hab ich gerade gekillt? Ah, Resp hab ich gekillt, okay. Geschieht dir recht. Nicht jeder guckt unsere Videos. Ist auch gut so. Wenn jeder unsere Videos gucken würde, wäre es langweilig. Sicher, wir müssen PewDiePie knacken. Bitte? PewDiePie? Wir müssen PewDiePie. Ja, wir starten jetzt eine Revolution. Abonniert uns einfach, obwohl hier nichts kommt. Abonniert uns einfach. Über 50 Millionen in einem Tag. Da müssen wir aber anfangen, Englisch zu sprechen. Hello, my dear friends. I'm the last from the 015 TV channel. And I'm going to review some shitty things, you know. And this is my colleague Fabian. He's a nice guy too. Like I am. And yes, we are playing Svarium right now. It's alright. Oh fuck. Sorry, I'm dead. So this was it. This was deathmatch, you know. So I'm dead. I'm now in viewer mode. Oh, I can see the view of Prabhua 111. Oh, he's sniping some shit out of his pocket. Hello. Hipster. Oh, Mr. Tramper 99 is dead too. Okay. He's the last man standing. Ah, nicht, hier ging das da gar nicht mit in die Garage reingucken, ne? Das ging ja nur bei. What the fuck? Der ist gestorben an der Anomalie. Nein. Nein. Das kann doch nicht sein. Wie kann man denn an der Anomalie. Wichser. Ja, komm, das überspringe ich jetzt. Das juckt mich nicht. So, dann würde ich aber sagen, bedanken wir uns recht herzlich für das ultra-geniale Anschauen dieser hochformatigen Videoproduktion. Ja, richtig. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Video wieder. Jetzt starten einige Projekte, würde ich sagen. So, dann nehmen wir. Okay, dieses Video kommt vor diesen Projekten alle online. So. Das heißt, dieses Video ist jetzt quasi. Du musst die eh alle schneiden. Ja, ich schneide die sowieso. Deswegen, dieses Video wird als allererstes veröffentlicht. Und ja, wie gesagt, jetzt kommen jetzt einige coole Projekte. Unter anderem DDD und der Fabson spielt City Skylines. Das wird natürlich dann alles hochgeladen. Weitere Erklärung kommt dann in dem jeweiligen Projektvideo. Ansonsten war es das für heute. Ja, ne? Wieder mal saftige 1 Stunde, 5 Minuten, 18 Sekunden aufgenommen. Ja, und wieder nur Scheiße rausgeworden, ne? Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und gut. Haut da rein und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Was gibt's denn da zu lachen, ne? Willst du auf den Fress? Ja. I'm not Ziggy.